kommt Stefan Blankertz und da wird es nicht koreanisch, sondern wahrscheinlich eher theoretisch. Und deutsch. Stefan, bitte sehr. Ja, Einheit und Souveränität des Volks, das klingt ebenso wie nationale Befreiung immer noch cool und erstrebenswert, uns in den Ohren, wie sie durch unsere linke und rechte politische Sozialisation geschult sind. Einer derjenigen, der in der Gegenwart an vorderster Front gegen diese Mystifizierung von einheitlichen und großen Nationalstaaten angedacht, angeschrieben und angekämpft hat, haben wir auf dieser Konferenz unter uns, Hans-Hermann Hoppe. Hans-Hermann Hoppe steht damit in der anarchistischen Tradition der Zweifel an der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Wünschbarkeit nationaler Großstaaten. Ich möchte hier auf Michael Bakunin verweisen, den anarchistischen Gegenspieler von Karl Marx in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er sagte 1872, also kurz nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs: Alle diese unsterblichen Schöpfungen des deutschen Genies sind hervorgebracht nicht aus der Einheit, sondern aus der deutschen Anarchie. Die politische Einheit wird unfehlbar die lebendigen Quellen des schöpferischen Geistes in Deutschland töten und beginnt schon, es zu tun. Es ist bemerkenswert, dass Gerd Habermann gestern genauso argumentiert hat. Eine Anmerkung noch, weil das in der Diskussion aufgekommen ist, einen Berührungspunkt mit Björn Höcke sehe ich dagegen nicht. Für Höcke liegt der Glanz Deutschlands im preußischen Zentralismus. Zur Begründung der Aufrechterhaltung oder der Forderung nach Herstellung bzw. Wiederherstellung eines Nationalstaats spielen die Formeln Einheit eines Volkes und Volkssouveränität die entscheidende Rolle. Fragt man nach den Kriterien, die ein Volk konstituieren, stehen gemeinsame Sprache und Kultur sowie eine gemeinsame verbindende Geschichte regelmäßig an der Spitze der Kriterienliste. In der reinen, in der rechtspositivistischen Staatstheorie konstituieren das Staatsvolk genau diejenigen Personen, die das Gebiet bewohnen, über das der in Frage stehende Staat zurzeit das Gewaltmonopol faktisch ausübt oder anstrebt. In der mit dem Begriff der Nation verbundenen Staatstheorie jedoch konstituiert sich das Volk, das souverän sein und einen einheitlichen Staat haben soll, außerhalb des Staats. Zugleich damit konstituiert dieses Volk allerdings angeblich den Anspruch darauf, über das von ihm bewohnte Gebiet eine einheitliche staatliche Herrschaft, also ein Gewaltmonopol, zu errichten. Diese Vorstellung richtete sich historisch zunächst gegen die Willkür der Staatsgebiete, die durch die Aktionen der Fürsten, Könige und Kaiser konstituiert wurden, seien das kriegerische Annexionen oder Akquisitionen qua Heiratspolitik. Mit der Nationalstaatlichkeit waren und sind trotz aller entgegenstehenden geschichtlichen Erfahrungen immer noch die Hoffnungen auf Entwicklungsmöglichkeiten des Volks, seiner Kultur und Wirtschaft sowie Rechtsstaatlichkeit verbunden. Deutschland war nicht die einzige europäische Nation, die sich spät oder in der geschichtsphilosophischen Betrachtung der Nationalisten zu spät konstituiert hat. Italiens Einheit ist nur wenige Jahre früher errungen worden. Über die Folgen der hart erkämpften Einheit Italiens schrieb Bakunin, der eben erwähnte Bakunin, 1869, der Triumph der nationalen Sache habe anstatt alles neu zu beleben, alles zerstört.
Nicht nur der materielle Wohlstand, der Geist selbst war erstorben. Weniger als 5 Jahre Unabhängigkeit hatten genügt, so Bakunin weiter, um die Finanzen zu ruinieren, das ganze Land in eine ökonomische Situation ohne Ausweg zu stürzen, seine Industrie, seinen Handel zu ersticken. Und 3 Jahre früher hatte er beobachtet, das unitäre Italien geht aus dem Leim. Das Defizit, die Furcht vor den neuen Steuern, der bürokratische Schmutz und die Bedrückungen, die Stockungen in allen Geschäften und Unternehmen haben endlich ihre Wirkung auf die ganze Bevölkerung ausgeübt. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist damals gesagt worden und man könnte es heute sagen und würde genauso stimmen. Und nicht nur in Italien. Wenden wir uns dem Mauerfall von vor 30 Jahren zu, den wir hier auf der Konferenz verhandeln. So sind die Parolen, wir sind das Volk oder wir sind ein Volk, noch gut in Erinnerung. Die Freude über die gelungene Wiedervereinigung des deutschen Volks, welche in der Bundesrepublik Deutschland noch wenige Jahre vorher manch ein linker Politiker als Ziel gern aus der Verfassung gestrichen hätte. Dass es allerdings gar nicht um die Einheit des Volks als primäres Ziel ging, kann man schnell einsehen, wenn wir uns fragen, ob die gleiche Freude geherrscht hätte, wäre die Wiedervereinigung in die umgekehrte Richtung verlaufen, nämlich durch den Anschluss der BRD an die DDR. Selbst wenn wir heute augenzwinkernd von der BRD als DDR 2.0 sprechen, glaube ich nicht, dass die Idee viele Anhänger hätte, es wäre besser gewesen, Erich Honecker statt Helmut Kohl als gesamtdeutschen Staatsratsvorsitzenden gehabt zu haben. Und ich hoffe, niemand wünscht beispielsweise dem koreanischen Volk eine glückliche Wiedervereinigung unter dem sozialistischen Kimismus. Das habe ich gerade eingefügt. Das stand original unter der Kim-Dynastie, aber sozialistischer Kimismus, das gefällt mir wunderbar. Danke, Louis, für diese Formel. Betrachten wir die beiden Hauptkriterien für die Konstitution eines staatlich errichteten einheitlichen Volkes, nämlich Sprache und Geschichte. Ich fange an mit der Sprache. Unmittelbar ist festzustellen, dass einheitliche Sprache faktisch kein generelles, nicht einmal ein vorherrschendes Merkmal von Staaten ist. Deutsch wird in mehr Ländern gesprochen als in der Bundesrepublik Deutschland. Selbst wenn Mitte des 19. Jahrhunderts die sogenannte großdeutsche Lösung unter Einschluss von Österreich gelungen wäre, hätten nicht alle Menschen deutscher Zunge in diesem Staat Platz gefunden. Bei den sogenannten Weltsprachen Englisch, Spanisch und Französisch ist ebenso eindeutig, dass nicht die Sprache einen Staat konstituiert. Kehren wir das Kriterium um und fragen, ob Staaten in der Regel von einer einzigen Sprache dominiert sind, stellen wir fest, dass dies ebenso wenig der Fall ist. Die Schweiz, Belgien, Spanien und Kanada sind Nationen, in denen verschiedene Sprachen gesprochen werden. Die Beispiele sind weltweit so zahlreich, dass ich sie nicht alle aufzählen kann. Und ich muss sie auch nicht genauer aufzählen, weil sie im Prinzip allgemein bekannt sind. Es wird dann als Rückzugsgefecht der nationalstaatlichen Idee gerne von nationalen Minderheiten gesprochen. Aber in Quebec sind die Französisch, in Katalonien die Katalanisch, im Baskenland die Baskisch, in Kurdistan die Kurdisch Sprechenden in der Mehrheit. Sie bilden nur darum eine Minderheit, weil ihnen die eigene Nationalstaatlichkeit verweigert wird. Was Ludwig von Mises 1927 formulierte, gilt nach wie vor. Es ist fürchterlich, in einem Staate zu leben, indem man auf Schritt und Tritt der unter dem Scheine der Gerechtigkeit sich verbergenden Verfolgung durch eine herrschende Mehrheit ausgesetzt ist. Werfen wir einen Blick auf ein außereuropäisches Beispiel,
wird uns noch ein weiterer Aspekt deutlich. Das jahrtausendealte riesige chinesische Reich mit stark wechselnder Ausdehnung beherbergte eine Vielzahl von Sprachen, Kulturen und Ethnien. Einheitlich war die Schrift als zentrales Mittel der Verwaltung. Dass die in der Hinsicht von Eindeutigkeit und Erlernbarkeit mit so starken Nachteilen behaftete Bilderschrift sich bis heute halten konnte, hat mit dem einen Vorteil zu tun, nämlich, dass sie von der gesprochenen Sprache völlig unabhängig ist. Sie eignet sich, ein vielzüngiges Reich zu regieren. Was wir an diesem Beispiel sehen können, ist, dass Sprache und Schrift ein Politikum darstellen und das schon lange vor dem Aufkommen der Idee des Nationalstaats. Sprache und Schrift ist ein Politikum im Rahmen von Herrschaftssicherung und von verwaltungspraktischen Überlegungen. Dies geht in der Moderne so weit, dass das Verbot der sogenannten Frakturschrift durch den nationalsozialistischen Staat 1941 vermutlich keineswegs etwas mit Hitlers von geschichtlicher Unkenntnis zeugender Charakterisierung der Frakturschrift als Judenschwabacher zu tun hat, sondern vielmehr mit der verwaltungstechnischen Überlegenheit der Antiqua-Schrift für das von den Nationalsozialisten projektierte Großeuropäische Reich. Die Kehrseite der so volksfreundlich, human und befreiend erscheinenden Idee des Nationalstaats ist es, dass er, weil homogene sprachlich-kulturelle Räume meist empirisch nicht anzutreffen sind, in brutale Normativität umschlägt. Ein bestimmtes Gebiet solle durch Maßnahmen der Staatsgewalt homogenisiert werden. Und das heißt vor allem, die vorherrschende Sprache wird zur alleingültigen im Staatsgebiet. Zentrales Mittel der nationalen Vergewaltigung, die Aussage Mittel der nationalen Vergewaltigung stammt von Mises, also zentrales Mittel der nationalen Vergewaltigung ist für Mises 1927 die staatliche Zwangsschule, in der die Mehrheitskultur gelehrt werde. Hier wird klar ersichtlich, dass Mises nicht nur keine Angst vor Parallelgesellschaften hatte, sie im Gegenteil in das Recht auf Sezession einschloss. Ohne Schulpflicht sei keine Sprachinsel mehr davon bedroht, so Ludwig von Mises, sich darum national vergewaltigen zu lassen, weil sie mit dem Hauptstamm des eigenen Volks durch keine von Volksgenossen besiedelte Landbrücke in Verbindung steht. An die Stelle des Sprachenkonflikts, auf den Ludwig von Mises besonders eingeht, in national gemischten Ländern können hier ebenso gut die Konflikte über Religion oder Kultur eingesetzt werden. Zwangsbeschulung ist mit Frieden inkompatibel, egal um welchen Konflikt es sich handelt. Das Hochdeutsche ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Herausbildung einer Standard- und Normsprache durchaus viel mit den jeweiligen Herrschaftsinteressen zu tun hat. Bei einem anderen Geschichtsverlauf hätten Bayerisch, Österreichisch, Plattdeutsch oder Friesisch zur Norm werden können, während unser heutiges Hochdeutsch ein wenig ansprechender Dialekt wäre. Überhaupt, was ist ein Dialekt? Warum ist das Niederländische eine Sprache, das Friesische aber ein Dialekt? Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine, definierte der jiddische Sprachwissenschaftler Max Weinreich 1944. Die Anerkennung als Sprache ist ihrerseits ein Politikum. Ist das Katalanische ein spanischer Dialekt oder eine eigene Sprache? Beim Baskischen kann niemand behaupten, dass es irgendetwas mit dem Spanischen oder sonst einer indogermanischen Sprache zu tun habe. Das Kurdische wurde vom türkischen Staat als Sprache zeitweise gar geleugnet, sein Gebrauch verboten. Wobei das Verbot natürlich einen Beweis dafür darstellte, dass es die Sprache gibt. Das Standardirische, das seit 1948 in
irischen Staatsschulen aus nationalistischen Gründen gelehrt wird, ohne dass es mehr als eine folkloristische Bedeutung hat, ist niemals eine gesprochene Sprache gewesen. Dieses wird in jeder Schule gelehrt und es ist niemals eine lebende Sprache gewesen. Es ist eine künstlich vom Staat geschaffene Sprache, der Versuch, ein Desiderat aus verschiedenen traditionellen irischen Dialekten zu schaffen. Aus den genannten Gründen könne der Staat, sagte der deutsche Anarchist Gustav Landauer vor über 100 Jahren, niemals Nationalstaat sein, sondern könne sich bloß, und eine wunderbare Formulierung, also der Staat ist niemals Nationalstaat, sondern der Staat kann sich bloß in den wundervollen, echten Wahn der Nationalität wie in einen Lügenmantel einhüllen. Aus der Verbindung von Nation und Staat ergeben sich, analysiert Landauer 1909, wie ganz ähnlich Ludwig von Mises 1927, die Nationalkämpfe innerhalb des Staats. Nach Landauer wären die Angelegenheiten einer jeden Nation von ihr selbst, das heißt vom Sprachverein, zu erledigen. Die Staatskriege werden laut Landauer durch nationale Überhitzungen lügnerisch motiviert, wodurch nie in Wahrheit ein Krieg um die Sprache und um die Sitten geführt worden ist. Die Nationalität ist Echtheit und Liebesbund und Geist genug und braucht keinen Staat, um als Zweck in den Menschen zu wohnen und aus ihnen heraus ein Gebilde der Schönheit zu schaffen. Ich möchte das nochmal wiederholen und deutlich machen, dass dieser Satz von einem deutschen Anarchisten stammt. Die Nationalität ist Echtheit und Liebesbund und Geist genug und braucht keinen Staat, um als Zweck in den Menschen zu wohnen und aus ihnen heraus ein Gebilde der Schönheit zu schaffen. Wir sind qua Sprache bereits mitten in der Diskussion des zweiten Kriteriums für die angebliche Legitimität eines Nationalstaats, der gemeinsamen Geschichte. Dieses Kriterium ist noch weniger zu operationalisieren als das Kriterium der Sprache. In umstrittenen Grenzregionen ergeben sich durch kriegerische Handlungen und das wechselnde militärische Geschick der Gegner häufige und zum Teil zeitlich kurz hintereinander folgende Veränderungen. 1907 höhnte Gustav Landauer: Betrachtet man sich diese seltsam zitternde, zuckende, krause und verrückte Linie, welche die Grenzen eines Staates wie etwa des Deutschen Reiches ausmacht, so gewahrt man sofort, dass in diesem Gebilde eines kindisch gewordenen oder gebliebenen Entwerfers nur ein Strich Wirklichkeitssinn hat: die Küste. Die Frage bei der Legitimation eines Staatsgebietes durch Geschichte lautet immer: Ab welcher Zeitdauer einer faktischen Herrschaft ist diese als legitim anzusehen? Umgekehrt fragt sich, ob denn die Geschichte einer lang anhaltenden Herrschaft das Recht konstituiert, die bestehende geografische Ausdehnung eines Staates beizubehalten. Ein paar aktuelle und auch umstrittene Beispiele. Die Krim gehört seit 1954 zur Ukraine, wird aber von der sogenannten überwiegenden Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft als deren legitimes Staatsgebiet angesehen. Konstituieren 66 Jahre ein legitimes Staatsgebiet? Die gleiche überwiegende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft rümpft dagegen die Nase bei der Zugehörigkeit von Tibet zur Volksrepublik China. 61 Jahre. Katalonien gehört seit 1714 zu Spanien. Das sind nun über 300 Jahre. Nach einer rein quantitativen Definition von Legitimation durch geschichtliche Zugehörigkeit ein gutes Argument gegen ein Recht auf Sezession. Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo, Tschetschenien sollten nach herrschender Auffassung das Recht
auf Sezession haben, nicht aber Sabske, Krajina und Ossetien. Die meisten Kriege und Bürgerkriege drehten sich und drehen sich um die Frage von Annexion respektive den Versuch, sie zu verhindern bzw. früher oder später rückgängig zu machen. Weder durch sprachliche Zugehörigkeit noch durch ein gemeinsames geschichtliches Schicksal lässt sich der legitime Raum eines Staatsgebietes klären. Das alleinige faktische Kriterium ist die Fähigkeit eines Staats, sein Gebiet militärisch gegen äußere Angriffe oder innere Separationsbewegungen aufrechtzuerhalten. Das liberale Ideal dagegen formuliert Ludwig von Mises 1927 als das universelle und nicht durch sprachliche, geschichtliche oder anderswie legitimierte Recht auf Sezession. Mises schränkt das Sezessionsrecht ausdrücklich nicht einbezogen auf die ethnischen, sprachlichen oder religiösen Zugehörigkeiten. Es handelt sich, wie Mises ausdrücklich sagt, nicht um das Selbstbestimmungsrecht einer national geschlossenen Einheit. Trotz seiner Distanzierung vom Anarchismus steht Ludwig von Mises mit seinem Sezessionsrecht eher in der anarchistischen als in der üblichen liberalen Tradition. Die Reaktion auf meine Argumente gegen den Nationalstaat lautet standardmäßig, ich würde behaupten, es gebe nur das isolierte Individuum, also keine Gemeinschaft und keine Gesellschaft. Und überdies wäre das Individuum völlig frei in der Wahl von Sprache, Geschichte oder Kultur. In Wirklichkeit jedoch sei Gemeinschaft für die meisten Menschen wichtig. Das klingt für mich so, als ob behauptet werde, es gäbe Gemeinschaft, gemeinsame Sprache, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur nur in einem Zwangszusammenhang, als ergebe sich Gemeinschaft nur unter der Ägide der Staatsgewalt. Aber gerade das Beharrungsvermögen von Kultur, Religion und Sprachen von Minderheiten unter der Bedrohung brutaler Homogenisierungstendenzen zeigt, dass Gemeinschaft eben keine Funktion der Gewalt, sondern der Freiwilligkeit ist. Selbst wenn niemand den Ort und den Zeitpunkt seiner eigenen Geburt wählen kann und auch wenn zudem niemand aus seiner Haut, seiner Biografie und seiner Geschichte heraus kann. Das vorhin erwähnte Beispiel des Baskischen eignet sich gut, um das zu illustrieren. Das Baskische ist eine Sprachinsel, ist nicht indogermanisch und hat sich 5000 Jahre erhalten. Und es ist eine Gruppe, die heute aus nicht mehr als 1 Million Baskisch-Sprechenden besteht. Also 5000 Jahre haben die sich gegen die indogermanische Umgebung behauptet, ohne jemals ein Nationalstaat gewesen zu sein. Nach Gustav Landauer gibt es zwei Bindungsprinzipien für Gemeinschaft. Zum einen sei das Gewalt, wie sie der Staat verkörpert. Zum anderen sei das der Geist oder die Liebe, wie er es nennt. Der Geist der Gemeinschaft, die sich auf Freiwilligkeit oder Staatsgewalt gründet. Und jetzt kommt ein Zitat, was ich ganz besonders André Lichtschlag widmen möchte, nämlich Gustav Landauer, wilder deutscher Anarchist, sagt, die Liebe ist eine Bereitschaft und Wirklichkeit, die im Menschen drin sitzt. Sie hat die Familie geschaffen. Solch eine Gemeinschaft ist laut Landauer der Sprachverband der Nation, wenn der Staat ihn nicht bedrängte und beengte. Quintessenz, es geht um mehr Freiheit, nicht um mehr Einheit. Wir sind nicht das Volk, mehr sein mir. Gestern hatte Henrik M. Bruder das auf Hochdeutsch gesagt. Mehr sein mir ist bayerisch. Die Begriffe Volk und Nation eignen sich nicht,
um die Staatsgewalt mit territorialem Anspruch als Gewaltmonopol zu legitimieren. Das Recht auf grenzenlose Sezession anzuerkennen bedeutet, den Begriff des legitimen Staates selber zu dekonstruieren. Vielen Dank.